Der Julep. Ein Drink, der vor allem eins braucht. Etwas Zeit. Denn wir verarbeiten Spirituose und Süße. Und vor allem eine feste Zutat. Ein Julep braucht vor allem Minze. Der lässt sich natürlich variieren, ob man einem Likör beispielsweise noch hinzugibt oder aber auch vielleicht auch andere Kräuter und Gewürze. Das ist euch überlassen. Was wir aber heute machen, sind zwei unterschiedliche Arten von Julep. Der klassische Mint-Julep und auf der anderen Seite ein, der irgendwie vielleicht die Tradition des Juleps in sich zeigt. Und zwar, wir verarbeiten Minze und Rosenblätter. Wir stellen also zwei unterschiedliche Juleps jetzt her. Dazu haben wir ein sehr außergewöhnliches Getränkegefäß. In den besten Fällen hätten wir zum Beispiel solch einen Silberbecher. Man kann aber auch ein anderes Gefäß verwenden. Wir nutzen jetzt hier das traditionelle Gefäß und geben hier bereits etwas Minze hinein. Es empfiehlt sich als allererstes, die Minze in den Becher zu geben, damit, wenn die Spirituose gleich auf die Minze trifft, bereits alles an Aromen und vor allem an Geschmack ausziehen kann. Bei unserem Rosen-Julep brauchen wir natürlich nicht nur Minzblätter, sondern auch einen kleinen Löffel Rosenblätter. Für unseren klassischen Julep geben wir jetzt etwas Whisky hinzu. Und zwar jede Menge. Und warum wir jede Menge benötigen, hat einfach damit zu tun, dass das Rezept das erfordert. Denn wir haben ausschließlich Spirituose, Minze und einen Hauch Süße. Und wie am Anfang schon gesagt, braucht der Drink auch seine Zeit. Das heißt, was wir jetzt nur machen ist, wir drücken tatsächlich einmal die Minze hinunter, sodass sie komplett mit der Spirituose und mit dem Zucker bedeckt ist, sodass die Minze nun alles an Geschmack abgeben kann. Ähnlich wie beim Tee, bis auf dass wir natürlich hier eine kalte Spirituose haben. Hier bei unserer Abwandlung geben wir etwas Pfirsichlikör hinzu und haben dadurch bereits nicht nur eine Spirituose, sondern auch eine Süßquelle. Das Ganze wird mit etwas Whisky ergänzt. So bekommen wir auch die nötigen Volumenprozent, die am Ende auch ein Julep natürlich auch ausmachen. Das heißt, wir drücken jetzt hier die Rosenblätter und auch die Minze in die Spirituose und lassen das Ganze jetzt ziehen und bauen den Drink tatsächlich ganz kurz auch trocken auf. Wir sehen jetzt hier tatsächlich folgende Situation, dass wir unserem Drink jetzt einen ganz kurzen Stir geben, damit wir wirklich viel Schmelzwasser bekommen. An unseren silbernen Bechern sehen wir jetzt bereits, dass die Becher beschlagen. Dadurch, dass die Becher jetzt beschlagen, sehen wir, dass der Drink sehr viel Energie in Bewegung setzt. Und aus dem Grund bekommen wir einen wirklich schmackvollen, intensiven Julep. Jede Menge Crushed Eis. Was ich gerne mache, ist ihn auch einmal noch mal kurz, das Crushed Eis einmal herabzusetzen, dass er wirklich kompakt sich zusammenpresst. So gewährleisten wir, dass der Drink auch in sich wirklich lange, stimmig und gleichbleibend schmeckt. Das Ganze wird jetzt getoppt. Und nun werden wir das Ganze üblich für einen Julep garnieren. Und zwar bei unserem klassischen Julep mit jeder Menge Minze tatsächlich. Und die Minze ziehen wir einmal durch die Finger und schlagen an, dass wir das volle Aroma bekommen. Platzieren hier einmal die Minze. Und wer sich jetzt natürlich auch bereits fragte, wie trinke ich das denn eigentlich? Ihr hättet natürlich die Möglichkeit, vorher einen Trinkhalm ins Glas zu geben. Oder aber auch traditionell und üblich mit dem Julep Strainer habt ihr die Eigenschaft, dass ihr den Julep Strainer in den Becher letztlich platziert, die Minze wiederum unter dem Strainer habt und dann haben wir die Eigenschaft, dass wir mit dem Strainer selbst das Crushed Ice von der Lippe trennen können und problemlos könnt ihr den Julep so genießen. Das gleiche machen wir jetzt beispielsweise hier mit unserer Abwandlung, insofern, dass wir hier bereits den Julep Strainer einmal platzieren. Für das Auge nehmen wir jetzt etwas Minze, vor allem auch wiederum die Minzspitzen, ziehen sie einmal ab, schlagen das Ganze auf, drücken die Minzspitze zwischen den Julep Strainer einmal ein und nun geben wir unsere schönen Rosenpetals drüber. So haben wir die Situation, dass wir direkt noch einmal konfrontiert werden mit der Rose, haben Pfirsich dazu und Minze, eine Abwandlung des Georgia Mint Juleps.